Hallo liebe Zuschauer, eine weitere Ausgabe von Time to Do Spezial. SHT dürfte vielen meinen Zuschauern etwas sagen. Viele haben es schon besucht, viele waren bei Mastercoaches, aber auch da gibt es eine weitere Entwicklung. Alles, was der Roberto macht, entwickelt sich genauso weiter wie unsere Erde. Wir wissen, wir leben in einem evolutionären System und Evolution bedeutet nichts anderes wie permanente Weiterentwicklung. Herzlich willkommen im Studio, Roberto Antela Martinez. Hola Norbert, sei gegrüßt. Hi. Roberto, wir haben im Vorgespräch uns unterhalten. Mhm. Du hast jetzt nach den letzten Jahren, wenn du so zurückschaust, gesagt, so viele Menschen, ja, so viele tolle Geschichten. Mhm. Und du kriegst immer wieder Impulse, wie du das Ganze weiterentwickeln, ja, weitertragen solltest. Mhm. Erstmal meine Frage, Mastercoaches, ja, da kriege ich immer wieder Fragen, können die das so wie du? Sind die ausgebildet, wenn einer auf der Seite ist? Hat, ja, er dann das Recht und so weiter? Da vielleicht nochmal ein Satz, mhm, zur Klarheit. Die Mastercoaches, die auf deiner Webseite, wenn wir die mal kurz einblenden, weil da gab es auch ein paar Verwirrungen, so sieht die Webseite vom Roberto aus und das ist die einzige, die SHT wirklich nach draußen bringen darf, denn das ist die, die der Roberto hat. Dort sind alle Termine drauf. Dort, liebe Zuschauer, können Sie auch die ganzen Mastercoaches sehen. Und nur die, die da drauf sind, das sind Mastercoaches, die von dir zertifiziert sind. Exakt, genau so ist das. Die haben das Wissen, das sind Experten auf dem Gebiet, genauso wie ich. Ja, weil es ja 1:1 weitergegeben wird. Und die ja, bei mir die Prüfung abgelegt haben, die wurden ja wirklich auf Herz und Nieren geprüft, dass es wirklich 1:1 weitergegeben wird. Und nicht irgendeine Vermischung entsteht wird oder genau, ganz andere Themen da hineingebracht werden. Genau, nur die kommen auch auf meine Homepage. Ja, und die haben dann auch Qualität. Also hier geht es um Klasse statt um Masse. Ja, dass wirklich qualitativ nach außen getragen wird. Ja. Und die gibt es in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Mhm. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Du willst dich etwas verbreitern. Jawohl, genau. Absolut. Ja. Es ist an der Zeit, dass auch andere Menschen davon, mhm, partizipieren können. Ja. Und du hast dir da eine ganz tolle Überlegung gemacht, wo auch bereits, mhm, 5 Sprachen telefonisch anfragen können. Aber am besten, ja, erzählst du selbst. Genau, also jetzt im Oktober, September, Oktober geht es raus. Das ist die SHT-Akademie, eine ganzheitliche Gesundheitsakademie. Ganzheitlich ist für mich wichtig, einfach wie eine neue Gesundheitsreform, weil wenn jemand krank, nicht nur jemand krank ist, sondern auch jemand Schulden hat, wenn bei einem die Partnerschaft nicht funktioniert, das ist für mich auch eine Krankheit. Hat nicht in der Schöpfung irgendwo, nichts, ja, irgendwo. Und ja, und das einfach alle, für mich heißt ganzheitlich, dass alle was davon haben. Und auch und ja, und deshalb ist diese Online, diese Akademie, diese SAT-Akademie, wo im Oktober startet, die ist in 5 Sprachen. Da kann man sich telefonisch schon Hilfe holen, beraten lassen, helfen lassen. Und die ist in Amerikanisch, Deutsch, Englisch, Italienisch. Spanisch wahrscheinlich. Spanisch, ja. Und Schweizerisch. So, also in vielen Sprachen. Also 5 haben wir jetzt schon mal fest. Und da können die Menschen aus der ganzen Welt anrufen und sich helfen lassen. Und zum Beispiel einer kommt jetzt aus St. Gallen und sagt, was ist genau euer Erklär? Erklären Sie es mir, was viele auch da noch nicht genau wissen, was ist das genau, was bewirkt das? Und das Zweite ist, wenn die eine sagen, ich möchte mir helfen lassen, dass man sagt, also Sie kommen aus St. Gallen, da hat es Mastercoaches da und da und da und da und da, in dieser Ecke bei Ihnen. Oder wenn einer sagt, ich möchte mich gern ausbilden lassen, das selber lernen, dann heißt es, da in Ihrer Nähe hat Seminare da und da und da. Und so haben die Menschen eine Anlaufstelle, können sich telefonisch gleich Hilfe holen und wissen dann genau, okay, möchte ich mir helfen lassen, um meine Selbstheilung zu aktivieren? Also da hat es Mastercoaches in meiner Ecke. Oder möchte ich es selber erlernen und mich selbst von diesen Ketten befreien und dadurch auch dann den anderen Menschen das weitergeben? Das ist das, was jetzt im Oktober genau diese ganzheitliche Akademie ins Leben gerufen wird. Online, dass einfach jeder die Möglichkeit hat, auch per Skype und wie gesagt telefonisch. Kann auch ganz normal anrufen, ist jemand dran, der sich genau, um ihn kümmert. Richtig, genau, weil viele haben auch gar nicht, sag ich mal, das Geld, zum Seminar zu gehen oder die Möglichkeit, bettlägerig und so weiter. Und du könntest zumindest telefonisch sich helfen lassen. Und womöglich gibt es schon im Umfeld einen Mastercoach, mhm, der sagt, du, ich kann auch mal bei dir vorbeikommen. Das ist das Nächste. Wir haben sehr viele Mastercoaches, dann, ja, die Hausbesuche machen.
wie es früher der Hausarzt noch gemacht hat. Ja, das heißt, das war toll, ne? Ist super, das, das, ist toll, das ist wunderbar. Ich kenne es noch, was ich als kleines Kind, wo der Arzt dann zu mir immer gekommen ist, fast täglich. Ja. Hast du ein Abo? Ein Abo, genau. Und da ist auch so, weil ich bin aus St. Gallen, da habe das und das Thema. Und da sage ich, also gut, da hat es einen Mastercoach oder eine Mastercoacherin, die macht auch Hausbesuche. Ja, und es ist, denke ich mal, eine tolle Hilfe für wirklich viele Menschen, wo auch einfach viele deutsche Sprache nicht beherrschen oder aus dem Ausland sind, wo auch immer. Wir haben ja Mastercoaches wirklich von Jamaika, Afrika, Amerika, Europa verteilt und es werden ja immer mehr und mehr und mehr. Also und die Sprachvielfalt ist da. Die Sprachvielfalt. Viele wollen in Italien da die Praxen aufmachen, in Frankreich und so weiter. Und das ist doch ein Traum, ein märchenhaftes Traum, die Menschen so aufzufangen. Du sagtest jetzt, bisher habe ich das ja so wahrgenommen, ja, und viele unserer Zuschauer auch, dass es in der ersten Linie eine Technik ist, wo es um Krankheiten geht. Also ja, ein klassisches Beispiel, ich habe Magenprobleme, gehe ich aufs SHT-Seminar, kriege dort beigebracht, wie diese Selbstheilungstechnik bei mir anzuwenden ist. Mhm. Wir üben das gemeinsam, dass ich weiß, was ich machen muss letztendlich. Bei der Anwendung merke ich, war ich das klassische Beispiel, wie sich ganze Krankheitsprozesse plötzlich in Luft auflösen. Ja. Aber jetzt gehst du einen Schritt weiter, weil du natürlich bei persönlichen Gesprächen, wie du mir erzählt hast, immer wieder erfahren hast, dass oftmals Krankheiten entstehen durch persönliche Problematiken, die mit der Krankheit eigentlich gar nichts zu tun haben. So ist es. Die Krankheit ist dann nur das Ergebnis, was da rauskommt. Zum Beispiel den einen Fall, wo wir drüber gesprochen haben, Frau, immer Probleme mit ihren Kindern, die sprechen immer miteinander, die Frau hat Angst, dass sie die Kinder verliert und dass die was weiß ich. Genau. Und das ist ein Prozessing, plötzlich fängt die Frau an, eine Krankheit zu kriegen. Möchtest du da auf irgendwas eingehen? Ja. Eine Krankheit zu kriegen, aber die hat sie nicht gekriegt, weil sie wirklich krank ist. Nein, das Sorgenmachen die ganze Zeit hat so stark auf ihren Körper gewirkt, dass der irgendwann in die Krankheit gegangen ist, weil sie das nicht aufgehört hat. Und da liegt ja die Ursache nicht an wie eine Grippe. Ich bin jetzt in einem vorbei, der erkältet war, schwupp, hat mir der Virus gefangen, batsch, habe ich eine Grippe. Nein, da liegt es darum, dass mit unserer Seele was nicht in Ordnung ist. Mhm. Und da ist ein großes Thema. Wir wissen ja, alle körperlichen Krankheiten haben einen geistig-seelischen Ursprung. So ist das, genau. Und da kann der oftmals ganz woanders liegen. Ganz woanders. Und dann muss die Magenkrankheit oder wenn das dann in Morbus Crohn und so Geschichten hineingeht, muss nichts mit dem Essen zu tun Gar haben nichts. Und muss nichts mit irgendwelchen Dingen im Darm zu tun so haben. So ist das, ja. Wie ist die Möglichkeit da, den Menschen zu helfen? Hat man da jetzt mehr geschulte Coaches, die auch die psychologische Seite mit abbilden können? Ja, sie werden ja ausgebildet, das Ganzheitliche anzugehen. Ja, und ganzheitlich heißt ganzheitlich. Wenn irgendwas im Leben bei mir nicht funktioniert, nicht nur gesundheitlich, ja, dann ist was nicht in göttlicher Ordnung, dann bin ich nicht in meiner Liebe, in meiner Quelle. Eigentlich wiederum ganz simpel, da geht es ja wieder um die Selbstliebe. Und wenn die Selbstliebe fehlt, dann fehlt es an allen Ecken und Kanten. Und es ist immer so das erste Fundament, dass man an der Liebe arbeitet. Denn wenn du in der Liebe bist, bist du in deiner Quelle, in deiner Schöpfung. Und wenn du in der Schöpfung bist, dann hat das andere, kann da nicht mehr existieren. Ob es jetzt Partnerprobleme sind, finanzielle Probleme, familiäre Probleme oder körperliche sind. Und es gehört alles zusammen. Das ist für mich auch ganzheitlich. Das heißt, die Ursache muss gefunden werden, ohne dass ich es weiß. Ich werde ja kaum wissen, warum habe ich das gleiche Problem. Es kann ja vor 5000 Jahren schon entstanden sein, die Ursache. Ja. Und deshalb, also mich interessiert nicht, wie es entstanden ist. Mich interessiert einfach, dass die Ursache aufgelöst wird und dann alles, was daran hängt, was karmisch ist und was auch immer, Ahnenfelder, egal was es ist, Hauptsache die Person ist nachher wieder in ihrer Kraft und dann löst sich auch, sage ich mal, immer der Schleier, der Nebel, dann sehen die Leute wieder klar, die sehen die klare Sicht der Dinge, die sehen die Sache wieder ganz, aus einer ganz anderen Perspektive als früher noch gesehen haben, als sie komplett blockiert waren. Die sagen, Roberto, ich sehe jetzt alles anderes, ich fühle mich leicht und ich bin einfach gut drauf. Und das spüren die anderen in meinem Umfeld. Ja, da sind sie auf dem Weg. Das heißt, auch du
gehst in die Richtung, dass die Menschen morgens aufwachen und einfach grundlos glücklich sind. Das ist A und O. Das Leben liebt uns doch und die Schöpfung ja ist recht. Und die Schöpfung will doch, dass ihre Kinder glücklich sind. Ich will doch nie, dass meine Kinder irgendeinen Prozess machen, um was zu lernen, indem sie leiden. Ich bin überzeugt, dass die Schöpfung uns so liebt, dass sie will, dass wir glücklich sind, dass wir morgens glücklich aufstehen, abends glücklich ins Bett gehen, auch wenn es erschöpft ist. Aber trotzdem sagen, wow, und dazwischen das machen, was uns erfüllt, das, dafür sind wir hier. Wir sind hier, um ja, erfüllt zu sein. Und das geht nur, wenn ich in meiner Liebe bin, sonst geht es nicht. Absolut. Du hast vorhin was gesagt mit dem Thema Erdheilung. Ja. Und du hast gesagt, wir befinden uns im Moment in einer großen Zeit des Wandels. Mhm. Ja. Wir wissen auch von anderen, das sagst nicht nur du, gibt es viele, die mittlerweile feststellen, die Frequenzen auf der Erde verändern sich, die Menschen verändern sich. Es gibt ganz klare Anzeichen, dass das ganze Klima sich verändert. Wollen wir jetzt nicht in die Diskussion einsteigen, Menschen gemacht oder nicht. Entscheidend ist, es wird sich verändern. Mit diesem Thema dieser sogenannten Schwingungserhöhung haben die Leute plötzlich ein anderes Bewusstsein. Das heißt, plötzlich, was früher nicht für mich ein Problem war, zum Beispiel einen Job zu machen, den ich eigentlich gar nicht gern machen will, aber ich habe einfach gesagt, ja gut, ich muss ja mein Geld irgendwie verdienen. Also komm, pfeif drauf, ich gehe da jetzt jeden Tag hin und mach mein Ding. Ja, aber das funktioniert nicht. Plötzlich spricht hier was dagegen und sagt, nee, nee, mein Freund, das ist nicht dein Job, den du da machst, du bist auf dem Holzweg. Und wie ist das, was der Roberto vorhin gesagt hat, da der Schöpfer uns liebt, macht er erst ganz leicht titsch, titsch und sagt, guck mal, da muss lang. Titsch, titsch. Aber irgendwann wird das Titsch, Titsch halt stärker. Und wenn du nicht achtsam bist, irgendwann rutscht du aus und fällst auf die Nase. Und plötzlich stehe ich vorm Scherbenhaufen in deinem Leben, aber nur aus einem Grund, weil du nicht achtsam warst. Und das ist wieder eines der Themen, die man bei dir lernen kann, achtsam zu sein. Du sagst auch immer auf deinen Seminaren, die Intuition ist leise, das Außen ist laut. Ja. Wenn ihr euch nur im Lauten bewegt, hört ihr eure inneren Stimmen nicht. So ist das, das sind die Dinge, die Verbindung zu der Erde, aus der wir alle kommen. Das heißt, es fängt sich auch da an, alles zu bewegen in eine neue Richtung. Dieses Thema Erdheilung, warum ist das dir so wichtig? Warum ist das mir so wichtig? Um die Schwingung, also die Mutter Erde schlecht geht, dann geht es uns auch schlecht. Wenn es der Mutter Erde gut geht, geht es uns gut. Also ist doch eigentlich einleuchtend, dass wir schauen müssen, dass der Mutter Erde gut geht, damit es uns gut geht. Also habe ich überlegt, also müssen wir so die Erdheilung vorantreiben, die Schwingung nach oben machen. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich so diese SAD-Heilung für die Erde oder SAD-Erdheilung, so Webinare mache für alle. Und umso mehr dabei sind, umso besser. Und da mache ich meine indianische Meditation von den Navajos um die Erdheilung. Die Indianer sind für mich die Hüter des Wissens. Und das sind so tiefgreifende Meditationen, die wirklich die Schwingung extrem erhöhen. Und auch die Aborigines, die haben das Wissen der Urzeit. Und das sind so schöne Meditationen, die man eigentlich auch gerade noch hier gar nicht kennt. Und ich denke, warum eigentlich nicht? Das ist so eine tolle Schwingung, was dann nach oben kommt. Und umso mehr Menschen dann dabei sind, umso schöner ist es. Und im Juni starten wir mit diesen Webinaren, ungefähr einmal im Monat, um diese Erdheilung voranzutreiben, dass der Mutter Erde einfach, dass wir versuchen zu fühlen, wie die Mutter Erde, was sie uns sagen will. Das ist so wichtig. Wir haben einfach diese Verwurzelung. Der Abstand ist zu groß geworden. Und es ist wichtig, dass wir wieder spüren, was die Mama uns sagen möchte. Wir sind ja nicht immer sagen, was die Mutter Erde uns sagen möchte. Und deshalb habe ich überlegt, also gut, machen wir hier Webinare für alle. Wirklich, dass umso mehr dabei sind, umso schöner ist es für diese Erdschwingung. Natürlich gehört auch dazu Gedankenpflege, Gedankenkontrolle. Genauso wie Kontrolle der Worte. Das ist so eine starke Energie. Und wenn ich mir meine Gedanken nicht pflege, und ich sorgsam damit umgehe, damit zerstöre ich auch ganz viel in mir und um mich herum. Denn wenn ich meine Gedanken nicht pflege, dann, dann passiert das wie mir. So ungefähr. So ungefähr, ja. War das? Und gebe ich auch gerne nochmal wieder an die Zuschauer. Sie erinnern sich, da gibt es eine Sendung in unserem YouTube-Kanal My Way.
es war ein Teil meines Weges natürlich und der hat mich irgendwann auf die Nase gelegt, weil der Norbert nicht auf die leichten Toucher gehört hat, sondern immer wie Blücher durch ist. Und irgendwann hat einfach der Chef gesagt, so mein Freund, jetzt muss ich dir mal den Stecker rausziehen, dass du wieder zur Besinnung kommst. Und als der Roberto neben meinem Bett saß, war glaube ich am zweiten Tag, ne, wo er mich umgelegt hat, war einer seiner ersten Sätze, nachdem er mich so angeschaut hat und in sein Inneres gegangen ist, sagt Norbert, ab heute denkst du nur noch schöne Dinge. Der Satz war so eindrücklich für mich und hat mein Leben gekehrt, weil wir werden im Außen erzogen, Problemdenker zu sein. Und das ist das Übelste, was man sich selbst und seinem Körper antun kann. Und das ist ein neuer Weg, in dem ihr einfach herausgehen könnt. Und andere sagen heute auch, hier ist die Ebene des Problems und hier ist die Ebene der Lösung. Also du erhebst dich automatisch aus dem Sumpf heraus, wenn du genau das tust, was der Roberto gesagt hat. Und das Ganzheitliche, worum geht's denn dann? Wenn du im Innen nicht verstehst, wer und was du bist, kannst du im Außen nicht handeln. Oder du handelst einfach in die verkehrte Richtung die ganze Zeit. Absolut, absolut. Weil im Außen ja gibt's ja keine Lösung. Wer im Außen sucht, ist süchtig, ist krank und ist verloren. Eigentlich ganz simpel, weil ja, ich sage immer, werdet immer euer eigener Lehrer, euer eigener Meister, fragt euch selber. Ja, denn da ist ja die ganze Schöpfung, die Quelle, hier ist alles drin, der Heilige Gral, nach dem sie alles suchen, der ist in euch, da ist alles drin. Und deshalb ist diese Gedankenpflege, weil wir erzogen wurden, unsere Wahrnehmung auf das zu richten, was wir nicht wollen. Und dadurch entsteht ja Ursache-Wirkung. Und dann ist es wichtig, diese Pflege jetzt einzubauen in euer Leben, dass ihr euch damit beschäftigt, wie ich dir gesagt habe, ich denke nur noch positiv, hat nichts mit rosa-roter Brille zu tun, im Gegenteil, sondern sich jetzt damit zu beschäftigen, was ich will. Denn damit setze ich was in Bewegung, aber wieder eine Ursache-Wirkung. Auch wenn es noch so schwer fällt, sage ich dann, mach's trotzdem, beschäftige dich mit dem, was du möchtest. Ja, und du möchtest doch glücklich werden. Also beschäftige dich das, was dich glücklich macht und nicht mit dem Mist, was dich runterzieht. Denn so werden wir erzogen, uns nur auf das Negative, auf Probleme, auf Kriege, auf Anschläge zu konzentrieren und da die Energie reinzuschicken. Und dann wundern wir uns, dass das in unser Leben kommt. Selbstgemacht. Selbstgemacht, genau. Mhm. Und da ist es natürlich dann vollkommen sinnhaft, zu sagen, ohne die Erde, aus der wir hier bestehen, unser physischer Körper ist aus der Erde entstanden. Das heißt, ohne diese Verbindung zur Erde wird nichts möglich sein. Geht gar nicht. Und somit auch ein weiterer Satz von dir, dann entsteht erst das Bewusstsein, dass du der Erde helfen musst, sie pflegen und nicht zerstören und nicht vergiften und nicht verdreckeln und nicht meinen, wir buddeln ein großes Loch, schmeißen allen Mist da hinein und schieben es einfach wieder zu. Dann mag es zwar optisch für uns verschwunden sein, aber es ist nicht von der Erde verschwunden. Mhm. Und ob die Erde das so toll findet, wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Allen Mist da hineinbaggern. Ja. Das heißt, durch diese Thematik Selbstheilung bedeutet im Prinzip, ich heile mich und alle anderen und ich heile die Erde mit. So ist das. Aber nur, wenn das Bewusstsein dazu da ist. Nur, wenn ich mich heile, dann heile ich die Welt. Das kennt man schon von Ho'oponopono, ja, und so weiter. Ich muss immer an mich anfangen. Ich bin das Wichtigste, ich bin die Quelle. Und wenn diese Quelle gereinigt ist, dann reinigt es auch im Außen. Wenn viele sagen, ich möchte die Welt retten, ich möchte das, sage ich immer, rette doch erstmal dich. Fang doch bei dir an. Wenn du dich rettest, dann rettest du die Welt. Glaub mir, denn du bist ja die Welt. Ja. Und das versuche ich immer so ins Bewusstsein der Teilnehmer rein. Es funktioniert richtig gut, weil ich mich immer vorher verbinde und sage so, lass einen Kanal sein, lass mich reden, so wie du meinst, wie es richtig ist, so dass ich die Seelen berühre. Und es funktioniert recht gut. Ich meine, die Resonanz ist ja riesengroß, was da passiert in den Seminaren und Ausbildungen. Das kann man ja in Worte ja gar nicht erklären zum Teil. Es macht mich so dankbar, es macht mich wirklich, wirklich dankbar. Deshalb mache ich ja das Ganze. Obwohl ich ja nicht mehr müsste. Ja, aber ich mache es. Ich darf auch ein bisschen was noch vielleicht dazu sagen. Es gibt natürlich immer Unkenrufe. Das kriege ich auch natürlich immer mit. Die sagen, boah, so teures Seminar und so viel Leute und er macht das bloß wegen Geld und so. Moment, sage ich immer. Ich weiß, und das wird der Roberto zur richtigen Zeit in die Öffentlichkeit bringen, dass er diese Gelder nicht verwendet, um sich einen Ferrari zu kaufen. Fährst gar nicht, gell? Nein. Ganz normales Auto, Familienwagen, Kombi. Marken sagen wir da nicht, aber ganz normales Auto. Und er hat Projekte, die heißen Schulen, Kindergärten, Krankenhäuser. Sein Ursprung liegt in, glaube ich sagen, Argentinien, Patagonien. Mhm.
Da ist auch noch viel zu tun, auch dort, wo er geboren ist, in Spanien. Er fühlt sich als Kind dieser Welt und nicht als Deutscher, Spanier, Argentinier oder sonst irgendwie. Genau. Und in der Ausprägung sind viele Projekte, die er gerade plant, wo er genau das Geld, was die Menschen ihm bringen, wieder einsetzt, um Gutes zu tun. Und jetzt fangen wir langsam an, wirklich unsere Aufgaben zu begreifen. Wir sind nicht da, um uns die Taschen voll zu machen und Bankkonten zu erhalten, wo dann 6 Nullen hinter der Zahl sind, vorm Komma wohlgemerkt. Ich weiß nicht, ob das immer noch einer toll findet, wenn er da drauf guckt und findet, dass er ein toller Hecht ist. Also ich sage all zu denen immer, die so viel Geld auf ihrer Bank haben, ihr seid die Ärmsten in dieser Welt, denn ihr wisst gar nicht, was ihr damit anfangen könnt. Und was nützt es dann? Geld macht nur Sinn, wenn es im Fluss ist und nicht, wenn es auf dem Konto verschimmelt. Weil da tut es nur dem sein Ego befriedigen. Aber haben wir das erschaffen, um die Egos zu befriedigen? Oder haben wir das erschaffen, dass wir ein Mittel haben, wo wir die Welt erblühen lassen können? Die Frage müssen wir uns einfach stellen. Und er gibt wieder mal Beispiel. Und dann muss ich auch sagen, finde ich eine ganz klasse Idee. Wir haben uns vorher ein bisschen unterhalten, was da für Möglichkeiten sind. Mhm. Und genau da muss es hingehen. Ja, voll, genau. Absolut. Und möchte ich auch noch sagen, wenn du ein Projekt anschiebst, werden wir das auch mit veröffentlichen. Mhm. Und es muss nicht allein auf deinen Schultern sein. Weil, wie gesagt, du bist weder Bauherr noch Grundstücksmakler noch sonst irgendwas. Genau. Sondern es geht auch darum, dass Menschen, die die Fähigkeiten haben, die auch über Mittel verfügen, sich mit dem Roberto in Verbindung setzen und sagen, Mensch, Roberto, finde ich toll, was du machst. Kann ich mich da beteiligen? Kann ich mich einbringen? Ich bin Architekt, ich habe ein Grundstück zur Verfügung. Da steht schon seit 5 Jahren ein Gebäude leer, was man anders nutzen könnte und so weiter. Fangen Sie an, solche Dinge zu tun. Fangen Sie an, das zu verbreiten. Denn hier sind Menschen, die haben die neuen Ideen, die haben die Verbindung, die wissen, was unsere Welt braucht. Und Sie können einer sein, der das mit unterstützt. Und das ist uns wichtig. Wir wollen keine Einzelkämpfer sein. Ne? Die Zeit der Einzelkämpfer ist schon lange vorbei. Es geht nur noch im Verbund, in der Gemeinschaft. Heißt ja, gemeinsam sind wir stark. Und genau, es gibt noch viel zu viel Armut, viel zu viel Leid auf der Welt. Und wir können das eigentlich mit Leichtigkeit aufheben, wenn wir zusammen diese Schwingung hochheben und zusammen daran arbeiten. Und ich gebe es immer nach oben. Ja, und es funktioniert, das weiß ich. Es wird im September oder im Oktober wird es auch veröffentlicht, was da gemacht wird und wo und wie. Und es wird 2020 dann was ganz, ganz Tolles. Also ob die Schulen sind, ich nenne es dann einfach Schule für Herz und Seele, dass die Kinder einfach das machen, was ihnen gut tut. Ja, und Kindergarten, Krankenhäuser und so weiter, vor allem in den armen Ländern dieser Welt. Ja, ob es Indien, Afrika, Südamerika und so ist, wo die Menschen nicht das Geld haben wie hier. Und auch die Systeme nicht da sind. Kommt dazu, genau. Und da gibt's halt viele Möglichkeiten. Man muss das sehen, viele wissen das vielleicht nicht. Wenn sie heute in Südamerika, in Asien in ein Krankenhaus kommen, da gibt's kein Essen. So ist das. Wenn deine Verwandten oder Bekannten dich nicht versorgen, hungerst du im Krankenhaus, weil das Krankenhaus hat gerade mal ein Bett und einen Doktor. Ja. Und der Medikamentenschrank ist auch nicht so gefüllt wie bei uns. So also andere Verhältnisse, ne? Andere Verhältnisse, ja, absolut. Und da muss man auch dran arbeiten und das ist eigentlich die Aufgabe der Gemeinschaft. Wir fassen nochmal zusammen. Es gibt 3 große Punkte, die sich ändern. Das eine ist, es gibt ein Webinar ab Juni, wo 5 Sprachen da ist. Das Webinar ist diese Erdheilung, um die Schwingung nach oben zu heilen. Und manche schreiben, was kostet das? Sage ich, es kostet diese Energieausgleich, ist einfach die Liebe. Schick die Liebe in dieses Webinar rein, dass es nach oben kommt. Und Punkt 2 ist, wie du gesagt hast, diese Akademie, diese Online-Akademie in mehreren Sprachen, wo den Menschen gleich am Telefon geholfen werden kann und ihnen zu Experten zur Seite gestellt werden. Die Mastercoaches, die wirklich, wirklich gut sind. Und ja, das war's, glaube ich, oder? Ausbildung, haben wir noch gesagt. Es geht um alle Leute, die die Ausbildung machen wollen. Ja. Auch da gibt es, glaube ich, 2 Termine im Jahr, wo die Menschen ausgebildet werden zu Mastercoaches, um das noch weiter zu verbreiten und umzusetzen. Genau, richtig. Damals habe ich gesagt, ich bilde 300 aus. So, und das war's dann. Aber ich habe gemerkt, das langt gar nicht. Jetzt habe ich gesagt, gut, ich mache 1000, wenn ich 1000 Mastercoaches weltweit habe, die verbreiten es dann. Ja, aber es kann morgen wieder ganz anders sein. Ich sage, wir brauchen 2000, 3000. Ja, ich sage immer, was interessiert mich mein dummes Geschwätz von gestern? alles ist Veränderung.
Stimmt. Auch in mir, auch was heute noch aktuell ist, kann morgen wieder ganz anders sein. Ich höre einfach immer nach oben, zack, dann auf meine innere Stimme und das gebe ich raus. Ja, ich habe schon lange aufgehört, auf Menschen zu hören, sondern ich höre immer auf den Schöpferteil in mir und was, sage ich mal, die andere Ebene, die geistige Welt mir sagt. Und damit bin ich immer gut gefahren. Und dann weiß ich, ich bin beschützt, behütet, geliebt. Mhm. Ja, und die begleiten mich auf diesen Weg. Und deshalb kann dieser Weg nur gut sein, weil es ein Weg des Lichtes ist und der Liebe. Noch ein Punkt zu der Ausbildung. Menschen, die diese Mastercoach-Ausbildung machen wollen, haben mir mitgeteilt, dass für dieses Jahr 2019 bereits alle ausgebucht sind. Total ausgebucht, ja. Und schon große Voranmeldungen für das nächste Jahr vorliegen. Ja. Also all denen möchte ich sagen, die das noch machen wollen, meldet euch relativ schnell an. Auch der Roberto muss ja planen, es müssen die Räume geplant werden, es müssen die Kollegen bereitstehen, es muss ja alles eine Organisation haben. Meldet euch recht zügig an, dass der Roberto die Planung machen kann. Letzte Geschichte, das Gerücht ging um, du willst keine Veranstaltungen mehr machen. Nein, ich mache schon noch Veranstaltungen. Also der Zug muss, ich sage immer, der Zug muss laufen ohne mich. Ja, aber ich muss noch so lange dabei bleiben, bis der Zug ohne mich läuft. Und es tut's noch nicht. Also muss ich schon noch nächstes Jahr ran. Komme ich gar nicht drum herum, ob ich will oder nicht. Also ich werde schon noch Veranstaltungen machen. Nicht mehr so viele wie in der Vergangenheit. Weniger auf jeden Fall. Gezielter. Ich möchte halt Ergebnisse. Ich möchte, dass es nächstes Jahr nochmal noch fundierter ist, wie eine Offenbarung für die Teilnehmer ist. Dass sie merken, aha, jetzt ist mir offenbart worden, warum ich hier bin, was ich tun soll und worum es eigentlich geht. Genau. Und sowas wie das SHT-Seminar, da werden auch die Mastercoaches einspringen und werden regional kleinere Veranstaltungen, sagen wir so, für 100 Leute oder so machen, wo SHT gelehrt wird. Aber deine, ich glaube, 10 sind geplant, 10 Großveranstaltungen. Ja. Wo du wieder das ganze Spektrum, Hypnose, Seelenflüstern, verändere dein Schicksal, alle diese Dinge kompakt und wie gesagt, so wie du es gelernt hast, an die Menschen weitergibst. Ja, 1:1 ist wichtig, dass man es 1:1 weitergibt. Manchmal denkt man sich schwer, aber es geht schon, wenn genug Experten, Coaches dabei sind, die fangen ja die Menschen auf. Ja, es geht gut, wenn man es auch nicht vorstellen kann. Das ist alles nur eine Kopfsache. Das heißt, da müssen die hin. Voraussetzung, schnell anmelden, auch für die Veranstaltung. Auf die Warteliste, am besten auf die Warteliste, weil die auf der Warteliste sind, bekommen ungefähr einen Monat vorher Bescheid, bevor es online gesetzt wird. Wenn es online gesetzt ist, ist es nach ein paar Tagen ausgebucht. Das war die Erfahrung der letzten 2 Jahre. Ja, ja. Und ihr wisst, über die Website www.selbstheilungstechnik.com. Auf der Webseite sind die ganzen Terminübersichten, da sind die Mastercoaches drauf, da gibt es eine Kontaktseite, wo ihr euch anmelden könnt. Nutzt das so schnell wie es geht, denn somit kann der Roberto besser planen. Auch die Hallengröße, wenn die Hallengröße für 500 Leute da ist, kommt die Feuerpolizei und sagt 501 und wir schließen die Veranstaltung. Also sind sogar schon Leute aus dem Saal entfernt worden, weil einfach zu viele drin waren. So ist es. Und dann die Feuerpolizei da Stress gemacht hat. Und dann dürft ihr nicht böse sein, da kann der Roberto nichts dafür. Wenn nur mal nur 500 rein dürfen, voller Polizeilicht, dann dürfen nur 500 rein. So ist das. So ist das, ja. Und ganz zum Schluss, nur 2 Sekunden. Gut. Viele haben gesagt, klon dich doch. Habe ich ja gemacht, indem ich die Mastercoaches in die Welt gebracht habe. So. Dann haben wir das genau erreicht. Dann sage ich Dankeschön, Roberto, danke dir, dass du wieder da warst. Danke. Alles Gute in der Zukunft. Und wir sehen uns bestimmt auf einer der nächsten Veranstaltungen. Mit Sicherheit, ja. Freue mich drauf. Für Sie auch, liebe Zuschauer, alle Informationen haben Sie. Geben Sie Gas, melden Sie sich an und dann sehen vielleicht auch wir uns mal wieder auf einer Veranstaltung vom Roberto. Bis zum nächsten Mal.